So, Jungs und Mädels, auf zu Dark Emergency 2018. Oder 2, oder 06. Oder. Live-Aufsendung. Ja. Wo wollen wir hin? Zu dir. Ja, zu dir, das wird klar. Aber surreal. Surreal. Schleichwerbung. Auf dem Weg. Jetzt sind wir auf dem Weg. Weil wir jetzt alles haben. Ja. Endlich mal. Eingekauft haben wir jetzt. Gas geholt haben wir jetzt. Wir haben so viel eingekauft für, ja. Wenn ihr Hunger habt, ne, kommt ruhig vorbei. Ja. Wir haben so viel mit. Ja, wir können auch bis zur nächsten DE da bleiben. Ja. 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 So, noch 401 Kilometer vor der Nase. Ja. 401 Kilometer. Bis 10 vor 4. Mit dem Ding da hinten dran. Junge, Junge. Ja, gut. Aber der Dicke schafft das. Ja. Na gut, alles klar. Bis später. The amount of magnetism is perfect. She says she knows just how to cool down California for me. Text at 3 a.m. because her roommate's back in Texas. I copy like Roger. We could climb some trees and get perspective. Mirror right next to a bed, motion perfected. All I can do is respect it. But why'd you wanna be around me in the first place? She said, baby, I've been down since third grade. You were satisfied with first base. And I've been widely known as people. Ja, Keule. Was spielst du auf der Dark Emergency? Goff, Junge, Goff. Welche Waffen nimmst du? F416, Amulet 4, 03 oder 3. KM03, genau sowas. Ach. Und meine schöne M40. FCM700X. Mit Sniper spielen. Natürlich. Aber sowas von. Welche 416? GBB. GBB. Ja. Das ist nicht schlecht. Bist du zufrieden damit? Das weiß ich noch nicht. Ich habe damit noch nie gespielt. Nein? Das ist das erste Event jetzt. Ja. Ich habe mir die 417D gekauft als GBB. Ich habe sie noch nie gespielt, aus der Packung geholt und da war ein Schaden. Da war ich auch sehr hell auf die Scheiße. Glaube ich. Aber Code regelt. Code regelt. Ist da Garantie drauf. Von daher, alles gut. Ich werde meine Arme übrig zu finden. Da freue ich mich schon drauf. Da ist auch sehr viel Arbeit drin. Und meine MP7 GBB werde ich zocken, die ich von euch geschenkt bekommen habe. Ja. Zum Geburtstag. Ja, die wird dann mal richtig eingeweiht. Wenn gar nichts mehr geht. Wetter spielt er mit. Also. Ja, bis jetzt top. Ne? Jetzt ehrlich top. Aber wie der Nick schon in seinen Videos erzählt hat, Malwinkel hat eigene Gesetze. Ja, Wetter, ne? Genau. 24 Grad, wunderbar, Sonnenschein, alles top. Ja. Mal sehen. Wo sind wir denn gerade hier? Wir sehen wir hier. Kurz vor Gütersloh. Gütersloh, ja. Gütersloh, A2. Ja. Da bin ich auch. Noch 298 Kilometer. Boah. Ah ja. Immer geradeaus. Kann man schon packen. Ja. Auf jeden Fall. Na gut, wir hören uns beim nächsten Stopp. Ja! Es ist vorbei. Es ist eine Panzerfahrt. Oh, da ist er. Oh, da ist was. Herzlich willkommen auf dem Event Airsoft Hell. Sehr fein. Sehr fein. Wunderbar. Guck mal die Karten auf. Ist das der Sascha? Ist das der Sascha? Das ist der Sascha. Sascha! Sascha! Wir sind da! Wir sind da. Gerade angekommen. Ja, da ist die Einlasskontrolle. Hitman. Bravo macht das. Ja, die müssen wir jetzt erstmal bestechen, damit wir überhaupt durchkommen. kriegen wir hin, ne?
kriegen wir irgendwie hin. Mit 14 kann man. Mit dem 15er nicht. Ja. Die Scheibe runter. Mahlzeit! Die Ausweise und die Tickets bitte! Ausweise! Ich bitte! Ich haben wir alles? Und dann nur noch die Ausweise bitte. Wohl, alles klar, wunderbar. Dankeschön! Jo! Dann viel Spaß! Danke! Ciao! Einfach durch bis. Vorne rechts dann und dann einfach den Leuten hinterher. Alles klar. Vielen Dank. Mit Zeit. Ja, wir sind durchgekommen. Überhaupt nicht mal bestechen. So, Mädels und Jungs, hier sind die ganz Verrückten, wir sind jetzt da, ja, wunderschöner Sonnenuntergang, der Dave ist gerade da hinten runtergelaufen, jetzt mal gucken, hier steht noch Bonair mit dem Riesenzelt, ja, da gehen wir jetzt mal hin, da, sind noch welche, alle von AIM, hallo, so, ja, mal gucken, ja genau. Das ist das Pack, genau, das Pack. Da gehen wir doch. So, gehen wir hier mal rein. Gucken uns das mal an. Ist das geil oder ist das geil, ey? Richtig geil, oder? So. Da ist der Dave. Hallo. So, da sind wir wieder. Und der Meister? Ne? Yeah. Warte, ich muss der Meister da. Ich war nicht beim Friseur. Ja. So. Der Meister da, der hat gerade ein richtig lecker Essen gemacht hier. Da kommen jetzt gleich Spaghetti in den Topf und so ne? Und dann werden wir auch satt. So ein bisschen. Also es ist einfach nur epic, was wir hier alles so haben. Die Toilette wurde als Waffenlager umfunktioniert. Ja. Waffenkammer. Wenn man so mal hier, warte, ich habe noch, da Licht haben wir ja, stimmt ja. Hier so Bier und Waffenkammer ist... Neben den Zähne putzen, Munition aufmumpeln. Genau, aufmumpeln und putzen. So ist das. So, ist auf jeden Fall der absolute Knaller hier. Also, absolut geil. So. Jetzt sage ich euch mal eins, so sieht das aus, wenn man gut vorbereitet ist, Mädels. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Alter? Ey, wir haben hier ungelogene... Warte, gucke ich auch nach. Ja. 10,7 passt nicht ganz. Die Uhr ist noch von draußen eingestellt. So. Wir haben hier, ich habe ein Thermometer da hängen, also bestimmt 23 Grad drin. Es ist wundertraumhaft. Hier neben meinem sexy Teamleader. Der geht aber gleich rüber zum Pennen da hinten hin. Wir gucken jetzt noch einen Film. Ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Ne? Gute Nacht. Gute Nacht.